2. Abbé Petitjean packte den Archäologen am Arm und zeigte ihm mit dem Finger die Hütte des Eremiten. »Wir sind da«, sagte er. »Gut, warten wir auf die Kleinen«, sagte der Archäologe. »Oh«, sagte der Abbé, »die sind sicherlich imstande, ohne uns auszukommen.« Athenagoras lächelte. »Ich hoffe das sehr für Angèle.« »Der Glückspilz«, sagte Petitjean. »Ich hätte mir gern einige Ausnahmebewilligungen für dieses Mädchen ausgestellt.« »Na, na«, sagte der Archäologe. »Unter meinem wattierten Mantel«, machte Petitjean deutlich, »schlägt ein männliches Herz.« »Es steht Ihnen frei, Sie mit Ihrem Herzen zu lieben«, sagte der Archäologe. »Natürlich«, pflichtete Petitjean bei. Sie waren stehen geblieben und sahen hinter sich, also das, was 5 Sekunden zuvor hinter ihnen war. »Da sind Sie«, sagte Athenagoras. »Wo ist denn Cuivre?« »Das ist nicht Angèle«, sagte der Abbé, »das ist sein Kollege.« »Sie haben gute Augen.« »Nein«, sagte Petitjean, »ich denke nur, dass Angèle trotz allem nicht blöd genug ist, um es mit einem solchen Mädchen so schnell zu machen.« »Es ist tatsächlich der andere«, stellte Athenagoras fest. »Kennen Sie ihn?« »Kaum. Er ist ständig am Schlafen, am Arbeiten oder mit der Sekretärin des Schwulen beschäftigt.« »Er läuft«, sagte der Archäologe. Ankam schnell näher. »Es ist ein schöner Junge«, sagte Petitjean. »Man sieht ihn nie. Was ist denn in ihn gefahren?« »Die Dinge nehmen im Augenblick eine seltsame Wendung.« »Sie haben recht«, sagte der Archäologe. »Armer Dr. Frist Frist.« Sie schwiegen. »Guten Tag«, sagte An. »Ich bin An.« »Guten Tag«, sagte Athenagoras. »Wie geht es Ihnen?«, fragte Petitjean voller Interesse. »Besser«, sagte An. »Ich werde Sie abstoßen.« »Ihre Biene?« »Meine Biene. Sie geht mir auf den Wecker.« »Dann suchen Sie also eine andere.« »Ganz genau, Monsieur l'Abbé«, sagte An. »Oh, ich muss doch sehr bitten«, protestierte der Abbé. »Nicht solche geschraubten Vokabeln. Und außerdem«, er entfernte sich einige Schritte und begann, um die beiden anderen herumzulaufen, wobei er kräftig mit den Füßen auf den Boden stampfte. »Lirum larum Löffelstiel, alte Weiber fressen viel«, sang er. »Junge müssen fasten, Brot liegt in dem Kasten«, fuhr der Archäologe fort. »Messer liegt daneben, so ein lustiges Leben«, sagte An und tat es den beiden anderen gleich. Petitjean blieb stehen und kratzte sich an der Nase. »Er kennt die Formel ebenfalls«, sagte er zu dem Archäologen. »Ja«, stellte dieser fest. »Na, sollen wir ihn mitnehmen?«, sagte Petitjean. »Natürlich«, sagte An, »ich will die Negerin sehen.« »Sie sind ein Schweinigel«, sagte Petitjean. »Müssen Sie sie denn alle haben?« »Aber nein«, sagte An, »mit Rochelle ist Schluss.« »Ist Schluss?« »Endgültig Schluss.« Petitjean dachte nach. »Weiß sie es schon?«, fragte er. An schien leicht bekümmert. »Ich habe sie noch nicht gesagt.« »Woraus ich«, sagte der Abbé, »auf einen einseitigen und plötzlichen Entschluss schließen darf.« »Ich habe ihn gefasst, während ich lief, um euch einzuholen«, erklärte der Ingenieur. Athenagoras schien verstimmt. »Sie sind lästig«, sagte er, »da werden wir wieder mit Angèle Geschichten bekommen.« »Aber nein«, sagte An, »er wird höchst zufrieden sein. Sie ist frei.« »Aber was wird sie denn denken?« »Oh, das weiß ich nicht«, sagte An, »sie ist kein Verstandesmensch.« »Das ist schnell gesagt.« An kratzte sich an der Wange. »Vielleicht wird es ihr ein wenig unangenehm sein«, gestand er ein. »Mir persönlich macht es nichts aus. Daher kann ich mich auch nicht darum kümmern.« »Sie regeln die Dinge sehr schnell.« »Ich bin Ingenieur«, erklärte An. »Selbst wenn Sie Erzbischof wären«, sagte der Abbé, »wäre das kein Grund, ein Mädchen, mit dem Sie gestern noch geschlafen haben, einfach sitzen zu lassen, ohne ihr vorher Bescheid zu sagen.« »Noch heute Morgen«, sagte An. »Sie nutzten den Augenblick aus, in dem Ihr Freund Angèle anfängt, den Weg der Beruhigung und Befriedung zu finden«, sagte Petitjean, »um ihn wieder in die Ungewissheit zurückzustoßen. Es ist gar nicht sicher, ob er den Weg der Beruhigung und Befriedung für dieses Mädchen verlassen will, das Sie zerstoßen haben, wie ein Brikett-Zertrümmerer.« »Was ist denn das, der Weg der Beruhigung und Befriedigung?«, sagte An. »Was hat Angèle getan?«
Er jubelt sich gerade eine ganz tolle Biene unter, sagte Petit Jean. Das Schwein. Er schnalzte laut mit der Zunge und bekreuzigte sich fast gleich darauf. Ich habe wieder ein verbotenes Wort gesagt, entschuldigte er sich. Nur zu, stimmte Anne mechanisch zu. Wie ist sie denn, diese Frau? Es ist doch hoffentlich nicht die Negerin. Ganz bestimmt nicht, sagte Petit Jean. Die Negerin ist dem Eremiten vorbehalten. Gibt es noch eine andere? Sagte Anne. Eine gute? Na, sagte Antanagoras. Lassen Sie Ihren Freund in Ruhe. Aber er mag mich sehr, sagte Anne. Er wird nichts sagen, wenn ich sie mir unter die Weste juble. Sie sagen unsympathische Dinge, bemerkte der Archäologe. Aber er wird glücklich sein, wie ein Unternehmer, wenn er erfährt, dass Rochelle frei ist. Das glaube ich nicht, sagte der Archäologe. Dazu ist es zu spät. Es ist nicht zu spät. Sie ist noch sehr gut erhalten, die Kleine. Und sie weiß jetzt besser Bescheid als vorher. Das ist nicht angenehm für einen Mann. Ein Junge wie Angèle wird auf diese Weise nicht gern Lektionen annehmen. Ach, sagte Anne. Es ist merkwürdig, sagte Petit Jean. Sicherlich wissen Sie manchmal interessante Dinge zu erzählen, aber im Augenblick sind Sie widerwärtig. Wissen Sie, sagte Anne, ich mache mit den Frauen das, was man so mit ihnen tut. Aber damit hat sich's auch. Ich mag sie gern, aber für jeden Tag sind mir die Kumpels lieber, zum Reden vor allem. Angèle ist vielleicht nicht so wie Sie, sagte Athenagoras. Das muss man ihm austreiben, sagte Anne. Wenn er mal mit Rochelle schläft, wird er schnell genug von ihr haben. Er sucht etwas anderes, sagte Petit Jean. Das, was ich in der Religion suche. Ich meine, im Prinzip, weil mir manchmal harmlose Verstöße gegen die Vorschriften unterlaufen, aber ich sage dann so an die 50 zusammenfassende Rosenkränze auf. Wenn ich sage an die 50, na gut, sagen wir 3. Was Sie ihm da anbieten, sagte der Archäologe, das kann er mit jedem anderen Mädchen auch haben. Und er hat das im Augenblick. Das Schwein, sagte Anne. Das hat er mir nicht gesagt, dieser Angèle. Er sucht etwas anderes, sagte Petit Jean noch einmal. Denken Sie nicht nur an den Prügel. Es gibt auch... Er suchte. Ich weiß nicht, was es noch gibt, sagte er. Was die Frauen angeht, so bin ich im Grunde ihrer Meinung. Man muss an ihnen rumtätscheln, aber man kann auch an etwas anderes denken. Gewiss, sagte Anne. Wenn ich Ihnen schon sagte, für alles andere sind mir die Kumpels lieber. Es ist schwer zu sagen, sagte Antanagoras, was er sucht. Sie müssten eine Vorstellung davon haben. Was nützt es, dass ich Ihnen Wörter erzähle, mit denen Sie nichts anfangen können, weil Sie nichts Entsprechendes empfinden? Versuchen Sie es nur, sagte Anne. Ich glaube, dass er einen Zeugen sucht, sagte Athenagoras. Jemanden, der ihn kennt und der sich so weit für ihn interessiert, dass er sich kontrollieren kann, ohne dass er sich selber beobachten muss. Warum dann nicht dieses andere Mädchen? Sagte Anne. Weil er Rochelle zuerst geliebt hat und die Tatsache, dass sie ihn nicht liebt, schien ihm schließlich ein sicherer Beweis der Unparteilichkeit zu sein. Allerdings müsste es ihm dazu gelingen, dass sie sich genügend für ihn interessiert, um dieser Zeuge zu sein. Rochelle ist ein braver Kerl, sagte Anne. Es tut mir leid, dass er solche Vorstellungen hat. Er ist immer ein wenig farblos gewesen. Der Archäologe zögerte einen Augenblick. Vielleicht erfinde ich das alles, sagte er. Ich zweifle daran, dass es sich so einfach verhält. Wieso so einfach? Ich weiß nicht, ob Angèle sich so glücklich schätzen wird, dass er Rochelle in aller Freiheit lieben kann. Ich glaube, dass sie ihn jetzt anwidert. Aber nein, sagte Anne. Es wäre schwierig. Sie haben sie ruiniert, sagte Petit Jean, und vielleicht hat sie eigentlich überhaupt keine Lust, sie durch ihn zu ersetzen. Oh, sagte Anne, ich werde Ihnen das erklären. Wie wär's, wenn wir weitergingen, sagte Petit Jean. Ich folge Ihnen, sagte Anne. Ich möchte Sie um etwas bitten, sagte der Archäologe. Sie machten sich alle drei wieder auf den Weg. Anne überragte seine beiden Gefährten um Haupteslänge, und zwar um die seines eigenen, um genau zu sein. Ich möchte Sie bitten, Angèle, es nicht zu sagen. Was? Dass Rochelle frei ist. Aber er wird froh sein. Es wäre mir lieber, wenn Rochelle es vor ihm wüsste. Warum? Wegen der Konstruktion der Sache, sagte der Archäologe. Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn Sie es Angèle sofort sagen. Ach so, gut, sagte Angèle. Aber ich darf es ihm nachher sagen. Natürlich, sagte der Archäologe. Mit anderen Worten, sagte Anne, muss ich zuerst Rochelle Bescheid sagen und erst danach Angèle. Das ist normal,
sagte Petit Jean, einmal ausgenommen. Einmal angenommen, Sie ändern Ihre Meinung, nachdem Sie Angèle Bescheid gesagt haben und ohne, dass Sie es Rochelle gesagt haben. Für Sie geht dabei nichts kaputt. Für Angèle ist es eine weitere Enttäuschung. Selbstverständlich, sagte Anne. Natürlich ist dies nicht der wahre Grund, erklärte Petit Jean, aber es ist unnötig, dass Sie ihn kennen. Dieser hier genügt mir, sagte Anne. Ich danke Ihnen, sagte der Archäologe. Ich zähle auf Sie. Gehen wir zur Negerin, sagte Anne.